Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Filmen leicht gemacht. Im heutigen Video sehen wir uns das Thema Weißabgleich bzw. die White Balance an. Was macht die White Balance und wie gehen wir damit um? Das sehen wir jetzt. Die White Balance, auf Deutsch der Weißabgleich, bestimmt die Licht- bzw. Farbtemperatur unserer Aufnahme. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Licht ist doch Licht, von was für einer Farbtemperatur reden wir hier eigentlich? Aber vielleicht kennt ihr den Fall, dass eure Filmaufnahmen einen ungewollten Farbstich haben. Die Aufnahmen sind zu bläulich oder haben einen Gelbstich. Hierzu benutzen wir den Weißabgleich, um die Lichttemperatur so aufzunehmen, wie wir sie mit unseren Augen wahrnehmen. Bezüglich der Farbtemperatur des Lichts unterscheiden wir zwischen kühlen und warmen Licht. Kerzenlicht zum Beispiel ist ein sehr warmes Licht, welches in die Farbrichtung orange-gelb tendiert. Eine Neonröhre zum Beispiel hat ein sehr viel kühleres Licht, welches Richtung blau tendiert. Aber woran erkennen wir bzw. wie messen wir die Lichttemperatur? Dafür gibt es den sogenannten Kelvinwert. Die Kelvinwertskala bewegt sich im Bereich von 1000 bis 11.000. Beim Wert von 1000 haben wir ein sehr warmes Licht, bei 11.000 ein sehr kühles Licht. Zur Orientierung bei Filmaufnahmen. Eine Aufnahme bei Kunstlicht, zum Beispiel mit Glühbirnen, sollte einen Kelvinwert von 3200 haben. Eine Aufnahme bei Tageslicht zum Beispiel sollte den Wert von 5600 bekommen. Eine Aufnahme in einer kühlen Lichtsituation den Wert von 6500 oder höher. In der Regel haben Kameras genau diese Voreinstellungen, aus denen wir auswählen können, um den Weißabgleich einzustellen. Wir können den Weißabgleich aber auch manuell einstellen, falls wir zum Beispiel eine Lichtsituation haben, in der wir ein sogenanntes Mischlicht haben. Zum Beispiel in einer Aufnahmesituation, bei der Tageslicht durch ein Fenster kommt, aber auch eine Deckenlampe aktiv ist. Hier haben wir unterschiedliche Lichttemperaturen und müssen den Weißabgleich manuell anpassen. Falls wir den Weißabgleich nicht perfekt eingestellt haben, können wir in der Nachbearbeitung immer noch die Farbkorrektur anpassen. Wir wollen nur vermeiden, Aufnahmen zu erstellen, die einen starken Farbstich haben, denn diese sind relativ schwer zu korrigieren. So viel zum Thema Weißabgleich bzw. der White Balance. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Thema helfen. Ich freue mich auf das nächste Video in unserer Lernvideoreihe Filmen leicht gemacht. Bis bald!